Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Sanctuary. Wir sind in der Bibliothek angekommen. Wobei ich echt nicht weiß, wie die Bücher hier überlebt haben sollen. Voilà. Okay. Oh, so viele nutzlose Bücher. Wo ist dieses Geschichtsbuch? Diese seltsame Person trägt dieselbe Art von Kleidung wie der Alchemist, den wir in den blauen Höhlen gesehen haben. Ich habe so ein Gefühl, dass diese Person mit finsteren Absichten hergekommen ist. Wir müssen vielleicht gegen sein Monsterteam kämpfen, um ihn zu schnappen. In diesem Fall gelten dieselben Regeln wie für die Hüterduelle, mit dem Unterschied, dass mehr auf dem Spiel steht als sonst. Oh, so eine Überraschung. Ein Monsterhüter? Hey, ist das etwa ein Spektralbegleiter? Was wäre, wenn ich ein Spektralbegleiter wäre? Wie vorzüglich. Nicht nur ein Monsterhüter, sondern obendrein auch ein Spektralbegleiter. Meine Güte. Der kommt mir wirklich merkwürdig vor. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh, den haben wir auch noch. Oh, wow, ich hätte mir die Bibliothek nicht so groß vorgestellt und die Bücher sind auch in ziemlich gutem Zustand. Moment, da ist noch einer von den Alchemisten. Oh, welch gesegneter Tag. Wir sind auf der Suche nach alten Büchern hergekommen und haben stattdessen zwei Hüter von Spektralbegleitern gefunden. Wir? Was soll das denn heißen? Oh oh. Scheims. Hey, Valala, was ist hier los? Gibt es eine Party? Nicht direkt, Scheims, obwohl es bald einen Grund zum Feiern geben könnte. Ja, ich verstehe. Zwei Spektralhüter, hm? Der Meister wird sehr zufrieden mit uns sein. Diese beiden sind ziemlich unheimlich. Wir sollten vorsichtig sein. Hey, was wollt ihr? Wir haben keine Angst vor euch. Das ist gut. Damit haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Kümmere du dich um den anderen, Valhalla. Ich will diesen hier. Scheint, als wäre es Zeit zu kämpfen. Den Kampf sollten wir lieber gewinnen. Ich muss doch erstmal... Nein! Schon wieder! Das gibt's doch nicht. Die Monster sind doch gar nicht ausgerüstet. Das ist doch kacke. Warum stolpert man hier immer so in die Duelle rein? Die Viecher hier. Also gut, die zwei glaube ich schon, aber die Fledermaus ist glaube ich null ausgerüstet. Wir werden verlieren. Das Problem ist, wenn wir verlieren, weiß ich nicht, was passiert. Also, ja, keine Ahnung. Ja, blöd. Blöd gelaufen können wir nicht ändern. Wir müssen jetzt so anfangen. Wir haben einen Mönch und eine Glühfliege. Oha, die kennen wir noch nicht mal. Ja, keine Ahnung. Ja, wie geht's los? Ich weiß nicht. Achso, ich soll auswählen. Okay. Bin gespannt. Das könnte jetzt voll daneben gehen. Mist. Naja. Können eine Giftbombe machen und versuchen, jemanden zu vergiften. Probieren wir es mal. Ah, die Musik ist cool, muss ich sagen. Die hat was. Oh, wir haben Gift geschafft. Sehr schön. Machen wir Unterstützung. Ach, ich habe auch die falsche Reihenfolge gewählt, ne? Das war eigentlich, ja, naja. Wieder Pech. Der hätte eigentlich am Ende stehen sollen. Weil der ja uns den meisten Schaden raushauen soll. Tja. Schon den ersten... den zweiten wichtigen Fehler bei diesem Duell gemacht. Der erste schon, die Leute nicht ausgerüstet. Aber gut, wer kann auch damit rechnen, dass wir hier jetzt ein Hüterduell bekommen? Ja, das ist schon... Ja. Okay, wir kriegen zumindest alle vergiftet. Hä, sag mal, kam Standi gar nicht dran? Ich konnte das gar nicht machen. Ich konnte Standis Buff gar nicht geben. Fällt mir gerade mal auf. Na, jetzt erst. Okay. Oder habe ich ihn? Nee, ich habe den nicht gemacht. Aus irgendeinem Grund kam Standi nicht dran. Und er hier braucht echt einen Heal. Da müssen wir einen Potion machen, wenn er noch lebt. Im nächsten Schritt. Er hat schon 5-mal Blutung drauf. Oh, ja, tschüss. Oh Gott, die sind stark. Die sind scheiße stark. Ich will den gar nicht wechseln. Ich will ihn wiederbeleben. Oh, geht das nicht? Das ist ja blöd. Ich will gar nicht. Mist. Ich habe keine Ahnung. Das... Mal verhöhen. Das nervt mich, dass wir jetzt so blöd hier reingestolpert sind einfach. Das nervt mich gerade tatsächlich sehr. Ich wäre gerne vorbereitet gewesen. Naja, gut. Wir müssen nehmen, wie es ist. Also damit leben. Wir haben noch nicht mal ein Viech von dem besiegt. Und der hat schon eins von uns völlig fertig gemacht. Boah. Das hier heilt, ne? Müsste ich ja die Glühfliege wegmachen sollen. Das Glühwürmchen da. Und das hier haut uns super viel Gift drauf. Blutung. Boah, okay.
keine Chance. Wir haben keine Chance hier in dem Kampf. Auch die Fledermaus gerade ist fast gestorben. Okay, das bringt hier gar nichts. Verfehlt sie auch noch. Oh Gott, das ist... Es tut mir leid. Ich hätte mir echt einen anderen Anfang gewünscht für diese Runde. Für diese Folge. Das ist jetzt echt ein bisschen erbärmlich. Aber ja, wir sind hier auch jetzt wirklich so reingestolpert. So richtig blöd. Es bringt mir nichts, die Fledermaus hier ehrlich gesagt jetzt zu machen. Also kein Wunder, dass sie so schnell runtergeht. Die hat halt nichts an, ne? Die hat keinerlei Ausrüstung, die Fledermaus. Ich würde gerne den anderen wiederbeleben. Kann ich das? Ich würde die gerne wieder wegmachen. Wartet mal, wir probieren das mal kurz. Nee, scheint nicht zu gehen. Ach, wie blöd. Warum hätte ich nicht die Variante haben können? Eisspeer bringt hier auch nichts, ne? Nö, nicht wirklich. Okay, Mönch ist fast weg. Wird sich aber auch gleich wieder hochheilen wahrscheinlich, wenn wir den jetzt nicht kriegen. Fledermaus ist weg. Dürfte ich jetzt bitte den anderen wiederbeleben? Jetzt muss ich wahrscheinlich gleich wieder einen auswählen, den ich gar nicht möchte. Ja, ich komme leider nicht dazu, den wieder zu beleben, den ich eigentlich gerne hätte. Nee, das wollte ich nicht, für Sicherheit. Okay. Das müssen wir eigentlich auch nochmal unterstützen machen. Für ihn. So. Ich hau ihn jetzt erstmal weg. Ganz ehrlich, die haben schon zwei von uns gekillt, wir noch nicht mal einen. Wir müssen jetzt hier mal was machen. Das Viech muss unbedingt weg, das Heilungsviech. Ah, die Musik immer noch gefällt mir. Also das einzig Gute hier gerade an dem Fight ist die Musik, tatsächlich. Die finde ich sehr ansprechend. Ach so, so doof, ne? Tengu ist so schnell gestorben, wir konnten mit Tengu nichts anfangen. Ich konnte gar nichts machen mit ihm. Oha, und er macht gar keinen Schaden. Oh nee. Das ist ja traurig. Er könnte beschützen machen. Also wir könnten ihn reinnehmen, um quasi Attacken aufzufangen. Aber bringt das viel? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt ihn angegriffen, weil da der Schaden am meisten war. Das ist wahrscheinlich auch Quatsch, das so zu machen. Aber wir müssen das Glühwürmchen hier wegkriegen. Vielleicht haben wir Glück und es blutet. Nein. Da fehlt haben wir auch noch. Okay, das können wir nicht mehr machen. Nicht genug Mana. Mal Eishagel. Frost haben wir da gerade erzielt, glaube ich. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, oh, das tut weh. Oh Gott, das tut richtig weh. Nee, das werden wir nicht gewinnen. Da kommen ja noch zwei Viecher, das werden wir nicht gewinnen. Ja, blöd gelaufen. Ich kann nichts, ich bin chancenlos gegen den hier gerade. Ich muss die Monster erstmal ausrüsten. Das kann so nichts werden. Blutung haben wir geschafft, aber naja. Und jetzt wird es sich halt wieder hochheilen, ne? Das ist jetzt so ein bisschen, ja, natürlich. Und das. Wir machen jetzt quasi eigentlich nichts. Wir greifen mal an und das Viech heilt einfach hoch und ja. Zumindest alles, was wir in der Runde gemacht haben, eigentlich zunichte. Bluten tut es auch nicht mehr. Der stirbt jetzt, weil er 7 Blutung drauf hat. Nicht ganz, aber fast. Nee. Das, ja, ich hasse sowas. Ich kämpfe ungern einen Kampf, der eigentlich schon von vornherein entschieden ist. Also ein bisschen, deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen schlecht gelaunt, weil ich denke, wozu das Ganze hier gerade eigentlich? Und jetzt stirbt es halt wieder nicht und wird sich wieder hochheilen. Das ist halt so witzlos. Ich meine, das sind jetzt alle unsere Monster, die wir noch haben, ne? Die sterben jetzt und dann, ja. Er hat noch 2 Frösche. Nee, das bringt nichts, also. kann ich irgendwie aufgeben? Ich möchte das hier gar nicht zu Ende führen, ehrlich gesagt. Schaffen wir sowieso nicht, also wir können jetzt nur aufgeben. Mal gucken, was passiert. Wenn ich jetzt aufgebe, sind wir einfach zurück, okay. Gut, denn bevor wir jetzt nochmal in den Raum gehen... Werden wir jetzt erstmal die Monster hier angucken, das ist ja völlig witzlos. Gut, welche Teams, wie soll unser Team aussehen? Hier sind sogar noch Skillpunkte zu vergeben und, also. Was wäre denn hilfreich? Vielleicht selbst einen Mönch auswählen? Ich habe halt so wenig Erfahrung mit den anderen Viechern hier, ne? Und die haben gar keine Level, das ist blöd.
Ja, die Fledermaus und der Vogel haben das höchste Level. Die Fledermaus kann halt noch nichts. Das ist auch so ein bisschen doof. Verteidigung. Ausweichen. Na. Oh. Mana-Regeneration der Gruppe wäre nicht schlecht. Was? Kritischer Schaden plus 15. Wenn ich hier vielleicht das mit... Obwohl, brauche ich jetzt die Mana-Generation wirklich? Ich würde es nochmal mit Fledermäuschen probieren, aber natürlich... Ach, die hat sogar Ausrüstung. Hä, warum ist die so schnell draufgegangen? Okay, dann nehmen wir die nicht mit. Ganz ehrlich, dann bringt mir das ja nichts. Okay, die hat auch nichts zu essen. Das ist vielleicht auch ein Problem gewesen. Aber dann nehme ich die trotzdem nicht mit. Wie sahen das jetzt mit Vögelchen hier aus? Der hat halt so wenig Attacken, ne? Und ich kann ihn nicht mehr weiterskillen. Andererseits haben wir ja die Sachen jetzt wenigstens hochgeballert. Also wir könnten trotzdem wenigstens Vögelchen probieren. So. Wie sah es hier mit Ausrüstung aus? Na, der hat noch so alte Sachen halt nur. Schleife macht Gesundheit und Mana, aber das ist echt dämlich. Dann würde ich ihm eher das Fell noch geben. Verteidigung, Magie, Crit-Chance vielleicht noch. Vielleicht macht er ein bisschen mehr Schaden. Verteidigung, Mana. Nehmen wir den Hexerhut, Kristallkugel. Nehmen wir Shurikens. Okay, das sieht doch schon besser aus. So, jetzt geht's hier weiter. Achso, füttern. Hat er, okay. So, die nächsten. Wir müssen jetzt hier einmal durchmachen, leider. Es tut mir echt leid. Kriegt eine Birne, kriegt Mais und eine Haselnuss. Jetzt Skills. Heilende Welle. Ja, komm. Wir nehmen die heilende Welle. Dann haben wir mal ein Heilungsviech. Jetzt müssen wir noch Ausrüstung. Ist hier, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, gefüttert haben wir gerade. Okay. Der ist gefüttert. Da kriegt noch einen Skillpunkt. Windangriffe verursachen erhöhten Schaden. Schockiert. Schockschnitt. Ja, das hat bei den Monstern gerade leider alles nichts gebracht, tatsächlich. Treffen erleidet 4 Mana-Regen. Ein Monstergruppe erleiden 7,5% weniger magisch. Ach nee, normalen Schaden. Ja, nehmen wir vielleicht das einfach. Als passives. Das ist, glaube ich, passiv, ne? Hat jetzt leider hat er keine guten Angriffe, aber naja. So, hier das nächste. Hier würde ich gerne die Giftbombe pushen. Jetzt gehen wir mal gleich so durch. Der hier braucht auch noch irgendwas Cooles. Ja, vielleicht mache ich den, Schnitt hoch. So. Und er hat nichts mehr. Okay. Schade. Gefüttert ist hier schon. Die sind alle gefüttert. Da brauche ich, glaube ich, nicht gucken. Ausrüstung ist ja auch schon alles da. Ich glaube, da wird es auch nicht besser. Könnten hier mehr Angriff... Ach nee, ist aber nicht magischer. Nee, nee, ist dann doof. Warte mal, was war hier? Crit-Chance runter. Nee, das gefällt mir nicht. Der Arm mal Verteidigung, Mana weg. Ist echt schwierig. Ich wäre gerne unterwegs mal einkaufen gegangen, ehrlich gesagt. Entschuldigt, Frosch im Hals. Aber naja. Dann müssen wir hier auf jeden Fall auch mal wechseln. Und auch hier so ist, glaube ich, besser. Okay, gut. Probieren wir es nochmal. Ich hoffe, dass das jetzt nochmal geht. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt das ganze Gespräch nochmal anhören, ne? Oh. Naja, gut. Am Schnelldurchgang. Ich habe mir eben mal einen Schluck genehmigt. Wasser. So, das ging ja relativ fix. Okay, dann, wie machen wir denn das dann? Trotzdem erstmal sei... Also, ich würde trotzdem, glaube ich, in gewohnter Manier gerne anfangen wollen. So, Unterstützung. Und dann können wir je nachdem austauschen. Wenn Saigo zum Beispiel weg ist, nehmen wir das Pferdchen und so weiter. Wir gucken mal. Ich hätte hier echt gerne noch ein paar mehr Level. Ich glaube, wir sind hier unter Level tatsächlich. Ich glaube, ich habe gar nicht drauf geachtet. Haben wir gesehen, welche Level seine Monster haben gerade? Wahrscheinlich schon. Ich habe noch nicht hingeguckt. Ich denke, die sind viel höher als wir. Wenn ich schon hier sehe, den ganzen Schaden, den die machen, das ist schon hart. Und wir haben auch, wir konnten gerade die ganzen anderen gar nicht benutzen, verdammt. Könnten mal durchzimmern und gucken. Ne,
sogar verfehlt. Das ist schon, wir treffen die noch nicht mal. Ich glaube, wir sind so schlecht, dass wir die halt nicht mal treffen. Tatsächlich. Ach nee, wir haben schon Ruhm drauf. Oh nein, habe ich falsch gesehen. Gut, jetzt habe ich zweimal das gleiche gemacht. Auch schon wieder so ein Fehler, der nicht sein muss. Guck mal, hier ist Feuerball richtig gut. Machen wir es mal. Na gut, wir haben... Ah, das Vieh muss weg. Ich weiß echt nicht, wen ich hier überhaupt zuerst angreifen soll. Und die gehen immer auf einen. Die sind auch... Jetzt macht er einen Tod, ne? Oh, das gibt's doch nicht. Warum? Ich meine, sonst greifen die immer irgendwas an. Und hier sind die wirklich so gezielt erpicht drauf, ein Viech fertig zu machen. Ich meine, natürlich ist das sinnvoll. Aber ich meine, die lassen auch einfach keinen Atem. Jetzt ist schon unser erstes und das Einzige, was hier wirklich Schaden macht, schon wieder weg. Ich kann den, glaube ich, nicht besiegen, tatsächlich. Ich glaube, wir sind völlig im Level drunter. Ich muss da, glaube ich, wirklich erstmal... Ja, leveln gehen. Das wird nichts. Ich schaff den nicht. Naja, ist ja auch eine Erkenntnis, ne? Ich meine, jetzt wissen wir es. Dann kann ich quasi erstmal irgendwo anders lang. Denn leveln war halt erstmal und dann kommen wir hier halt nochmal zurück. Wir können ja bestimmt auch irgendwo anders hin. Ich weiß jetzt gerade nicht wohin, aber irgendwas geht bestimmt. Und jetzt blutet er. Schön. Oh, das weiß ich gar nicht. Eissperrzimmer da gut rein. Boah, viel Mana. Oh, wir verfehlen halt immer. Nee, wir sind echt zu schlecht. Deswegen verfehlen wir immer. Wenn ich Glück habe, aber wahrscheinlich verfehle ich wieder. Nee, hat funktioniert. Gut, die Blutung war umsonst, aber hey. Ja, jetzt kommt wieder das Auge. Also, das Glühwürmchen muss eigentlich als nächstes unbedingt weg. Und der macht super viel Schaden, aber gut. Die Heilung ist halt auch nicht... Boah. Okay, hier, die Giftsachen sind auch fies. Wo soll man denn da anfangen? Ich muss irgendwie versuchen... Okay, ich kann genauso gut das machen. Macht ja auch nicht mehr Schaden. Okay, Auge blutet. Oh, das macht alles nichts. Nein, dein. Okay, also das bringt gut bei ihm. Vielleicht versuchen wir erstmal das Auge runterzuhauen. Ja, er kann gerade nicht viel beitragen, leider. Vögelchen fehlen leider noch immer die Angriffe. Boah, es bringt echt nichts. Ich brauche den gar nicht angreifen. Der heilt sich so hoch. Ich glaube, ich muss jetzt alles andere killen. Weil ich bei ihm hier immer festhänge, wenn ich versuche, ihn runterzukriegen. Durch die Heilung ist das eigentlich nicht möglich. Der muss am Ende einfach alleine stehen. Dass mich niemand mehr angreift und ich dann versuchen kann. Ich glaube. Ich habe jetzt keine Potion genommen, weil ich es für sinnlos halte, weil ich nicht glaube, dass wir gewinnen, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht erst in Betracht gezogen, die jetzt noch hochzuheilen. Weil ich denke, dass wir leveln müssen. Das bringt nichts. Ich meine, wir können es machen, aber... Mein Vögelchen bringt jetzt nämlich gerade gar nichts. Mal ihn hier hochheilen, aber... Naja. Ist halt eigentlich sinnlos. Jetzt greifen sie ihn auch noch... Was? Ich heile ihn und die machen ihn genauso runter, wie er vorher war. Ist auch schön. Jetzt Salgo weg. Nee, das schaffen wir nicht. Der ist zu krass für uns. Der ist viel zu hart. Es sind auch beide gestorben. Wow. Nee. Schade. Es wurde mir schon vor einer Weile geschrieben, dass ich, dass ich noch nicht gut genug bin für die weiterführenden Sachen jetzt. Dass ich unbedingt noch leveln sollte. Und ja, hier sehen wir es gerade. Es ist tatsächlich die Wahrheit gewesen. Ich kann jetzt auch buffen, wie ich will. Das wird jetzt auch nicht viel bringen. Die sind gleich alle wieder voll. Nee, nee. Ist aber nicht so schlimm. Dann haben wir die Folge jetzt quasi verwendet, um herauszufinden, wie er so ein bisschen funktioniert. Das wird uns nachher bestimmt auch was bringen, wenn unsere Viecher dann gut genug sind. Dann kennen wir wenigstens schon seine Angriffsmuster, seine Attacken, seine Monster. Ist ja nicht verschwendet, sozusagen. Ich könnte jetzt auch aufgeben. Aber ich meine, wir können jetzt auch einfach sterben. Komm, wir sterben jetzt ehrenvoll im Kampf. Vielleicht sehen wir ja noch eins seiner Monster, wenn wir Glück haben und den noch wegkriegen. Aber ich bezweifle es fast, dass wir das schaffen werden. Weil ich gerne noch eins sehen würde. Weil ich mich auch gerne auf das nächste noch einstellen würde. Aber nee, das werden wir nicht mehr rankriegen. Schade.
Ich meine, klar, ihr könnt jetzt noch hochheilen und so, aber hey. Mal gucken. Na, eins sehen wir noch. Zumindest ganz kurz. Okay, auch eine kleine Katze. Ja, das wird natürlich auch schwierig, ne? Wenn der jetzt auch so schöne Buffs hat. Auch den Heilungsbuff nochmal dazu. Also wenn er jetzt beide, wenn beide heilen können, die Katze auch noch mit der Blutung. Boah, das wird echt hart, ne? Also wir können jetzt echt nur weggehen und leveln, leveln, leveln. Ich weiß auch gar nicht, ist jetzt eigentlich alles, was ich gemacht habe, komme ich überhaupt wieder weg? Wenn ich Pech habe, sitze ich hier gerade fest, ernsthaft. Das wäre jetzt quasi ein Dead End, wenn es so ist. Wenn ich hier nicht mehr wegkomme, ist es ein Dead End. Okay, ich komme hoch. Gut, puh. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Angst. Dann hätte ich aufhören müssen, das hatten wir nie geschafft. Es ist ein Dead End. Oder? Oh Gott, ich habe Angst. Na komm, wir kommen hier raus. Ich weiß nur nicht, wie weit. Also hier sind halt auch gar keine Monster, ne? Das ist ein bisschen doof, wenn ich hier jetzt irgendwo festsitze und wir nicht leveln können. Okay, hier komme ich irgendwie hoch. Wo auch immer hin, wir haben es nicht aufgedeckt. Ja, okay. Aber warum ist denn hier nirgendwo, kann ich meine große Map haben? Da links. Okay, also wenn wir hier hinkommen, dann könnte ich zumindest mal in die Hüterfestung und auch mal einkaufen gehen. Hier ist überall nichts, ne? Das ist echt mau. Ich meine, hier drei Teleport-Dinger übereinander gelegt. Aber hier in dem ganzen Areal, die ganze Festung, der ganze Wald hier, nichts. Gar nichts. Das ist schon echt wow. Ein bisschen fies vom Spiel. Okay. Naja, wir haben uns immer in den Weg, haben wir uns jetzt quasi freigeschalten. Und wenn ich jetzt zum Teleporter komme, kann ich... Warte mal. Oder laufe ich jetzt einfach... Ganz ehrlich, wir sind schon... Ach nee, da muss ich auch erst da rechts rum. Nee, ist doch nicht besser. Ist quasi das Gleiche eigentlich vom Weg. Ja. Oh, na, das hier könnte ich zum Beispiel auch... Aber nicht mehr in dieser Folge. Nee. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir gehen mal irgendwo anders hin. Ich glaube, hier im Wald zum Beispiel... Ich weiß nicht, was hier das Problem war. Hier sieht es ja auch so aus, als könnte man noch nach rechts. Hier auch und hier unten. Und hier hinten, das war das Sonnending, ne? Da müssten wir jetzt eigentlich auch hinkommen, weil wir ja jetzt ein Elektroviech haben. Also wir können einfach mal gucken, ob wir quasi in der nächsten Folge einfach noch irgendwo leveln gehen. Noch in der Hüterfestung einkaufen gehen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar schöne Sachen ran für unsere Viecher. Ein bisschen bessere Ausrüstung und so. Und dann sollte das eigentlich irgendwann dann kein Problem sein, gegen das Viech hier zu gewinnen. Ich kann nichts setzen, ne? Keine Markierung. Also schade, ich würde hier keine Markierung setzen, dass ich da nicht aus Versehen wieder reinstolper. Naja, gut. Dann, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und bye bye.